Intro making off. Melody by Crow. Yeah, ah, wer ist der Typ mit der Maske, der nicht überlegt, sondern einfach mal machte? Wer ist der coolste im Game und nicht für dich und nicht für den Fame? Wie groß ist der Druck wirklich mit dem zweiten Album? Es gab echt einen Tag, bevor ich angefangen habe, das Album zu machen, an dem ich dachte, scheiße, was mache ich? Zweites Album, alle schauen viel krasser drauf. Aber da darf man einfach, das muss man ausblenden, darf man sich nicht verrückt machen. Ich habe mich zurückgelehnt, habe einfach Tracks gemacht, als wäre es ein Mixtape, also ohne Nachdenken. Und irgendwann war ich an dem Punkt, an dem ich dachte, okay, funktioniert ja doch. Das Herzstück von Meloni. Vielleicht mag ich richtig, richtig, richtig arg sogar. Dazu bin ich sogar eingeschlafen, obwohl ich an dem Tag nicht müde war. Habe ich mich hingesetzt, habe das Lied gehört und bin eingeschlafen. Das ist so ein bisschen hypnotisierend. Worum geht es in dem Song? Um Gewissensbisse. Man weiß nicht, ob es alles richtig ist, was man macht. Was, wie der Name ja sagt, vielleicht. Vielleicht ist es so, vielleicht so. Gehe ich links, gehe ich rechts? Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Werde ich es bereuen, werde ich es nicht bereuen? Vielleicht, vielleicht nicht. Beschreib uns dein kreatives Umfeld. Mein kreatives Umfeld? Zu Hause bei mir ist ein Raum im Keller, der hat auf einer Seite komplett eine Glasfront, die man auch ganz aufmachen kann. Da lasse ich dann immer die Sonne rein und den Tag und die Tiere und die rennen dann auf dem Bett rum und machen das Bett. Dann habe ich die Wände komplett voll mit Plakaten und Zeichnungen und alles, was es gibt. Ich habe die ganzen Wände bemalt, also nicht kitschig und übertrieben voll und Graffiti, sondern eigentlich alles ziemlich schwarz-weiß clean gehalten. Auf jeden Fall ist das ganze Zimmer ein Kunstwerk, so um alles rumgemalt. Lichtschalter ist ein Roboter und es hängt ziemlich viel Kunstzeug rum. Gemälde und so. Und na, ich hab ein Bett drin, ein Sofa, das seht ihr dann auf dem Bild, das hier jetzt eingeblendet wird. Und dann habe ich einen Schreibtisch, ziemlich spärlich, nur ein Synthi und Boxen, ein Monitor, reicht. Wieso produzierst du deine Tracks zu Hause? Von großen Studios und so, da bin ich immer gar nicht so beeindruckt. Und wenn jemand mir sagt, ich habe mein Studioalbum im Studio aufgenommen, dann denke ich, cool, Studio. Du Studio-Typ, ich brauche kein Studio, ich brauche einen Laptop. Gib mir einen Laptop und eine Rassel und ich mach dir ein Lied. Der längste Tag im Studio. Also eigentlich sahen viele Tage so aus, dass ich um 12 aufgestanden bin. Hab mir einen Kaffee gemacht, die Maschine hochgefahren, mich hingesetzt und dann völlig die Zeit vergessen und losgemusiziert. Bis in die Nacht, meistens die Nächte durch, bis morgens um 6 habe ich ins Bett gelegt, 5-6 Stunden gepennt, 12 aufgestanden und wieder dasselbe. Wie werden die Leute in 50 Jahren dein Album bewerten? Boah, ist schwierig, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein kleiner Meilenstein für mich auf jeden Fall und ich habe auch hier und da schon Kommentare von großen Menschen so gelesen, die auf jeden Fall meinten, das hätte was verändert, es wäre auf jeden Fall eine Konservierung der Zeit, das Album, und hätte auf jeden Fall die Berechtigung da zu sein. Ich weiß es nicht. Ich denke, es wird auf jeden Fall in 50 Jahren noch. In 50 Jahren ist echt lang. 50 Jahre ist echt lang. Gibt's mich ja gar nicht mehr. Crow, Raob. Der Stuttgarter Rapper hat, was weiß ich, 1 Milliarde Klicks. Wu-Tang auf dem Arsch, keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verstreut.